Politik ist Teil der Demokratie, sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Sie sind ein Klempner der Macht. Wer regiert Deutschland? Wir sind eine Regierung, wo gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus. Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Ich empfehle Ihnen 20, Spezialität von Haus, Udel die 49, falls ich empfehlen darf. Nein, Bessel 74, die ist nicht ganz so scharf. Auf seiner China-Reise hat Markus Söder erlebt, dass Politik durch den Magen geht. Söder, der soziale Medien tauglich seine Essensvorlieben teilt, ließ ebenso soziale Medien tauglich die Öffentlichkeit unter dem Hashtag Söder ist das nicht wissen, wo seine Grenzen liegen. Nämlich bei Entenzunge, Hühnerfüßen und Hasenköpfen. Jenseits der Kulinarik ist der China-Trip des bayerischen Ministerpräsidenten vor allem eine Inszenierung als Anti-Ampel-Außenpolitik. Mehr Realpolitik statt Moralpolitik, so formuliert es Söder. Man könnte auch in Anlehnung an Brecht sagen, was der Söder nicht kennt, das isst er nicht, aber die Moral kommt trotzdem erst nach dem Fressen. Über Landespolitiker auf Auslandsreisen geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Außerdem sprechen Robin und ich über den Abschied von Michael Roth aus der Politik und was das mit dem SPD-Kurs in der Ukraine-Frage zu tun hat. Und wir fragen uns, ob auf dem Fußballfeld zum patriotischen Akt der Nationalelf nicht nur das Absingen der Nationalhymne gehört, sondern auch das Adidas-Logo auf dem Trikot. Wir sind da schon auf Augenhöhe im Gespräch und das ist etwas Besonderes. Und wir versuchen halt unser Konzept mit Dialog statt Monolog weiter fortzusetzen und man vereinbart sich wiederzusehen. Und das ist, wenn man ehrlich ist, bei solchen Treffen mit die wichtigste Botschaft. So Markus Söder am Mittwoch nach seinem Treffen mit dem chinesischen Premierminister Li Qiang. Auf Augenhöhe. Robin, will sich da ein bayerischer Ministerpräsident besonders wichtig machen oder ist Söders Besuch in China tatsächlich von Bedeutung? Ich denke, da ist eine Bedeutung drin und die ist auch nicht zu unterschätzen. Das wird ja vor allen Dingen bisher verhandelt auf so einer Schmunzelebene, ne? Also die Leute lachen über diese Social-Media-Überinszenierung von Söder. Und ich meine, dass er mit dem chinesischen Regierungschef auf Augenhöhe ist, ist natürlich ein Witz als Zitat, ne? Also das kann man sozusagen eigentlich locker wegschmunzeln. Und da sind aber zwei Nachrichten drin, eine für Friedrich Merz und eine für die Ampel. Und eine ist eine gute und eine ist eine schlechte. Wer bekommt eine gute Nachricht? Friedrich Merz? Ja, das ist alles eine richtig gute Nachricht für Friedrich Merz. Weil das zeigt, dass Söder glaubt, dass er die Kanzlerkandidatur nicht mehr kriegt. Kann man heute in einigen Zeitungen genau andersrum lesen, so nach dem Motto, Söder würde in China zeigen, dass er auch Außenpolitik kann. Ich glaube, das genaue Gegenteil ist richtig, weil das folgt ja einer historischen Vorlage, einem Muster, wie alles in der CSU, das ist die Vorlage Franz Josef Strauß. Franz Josef Strauß hat diese bayerische Nebenaußenpolitik erfunden. Der war ja auch in China, der war bei Mao, der war in Moskau ganz berühmt. Du sagst, dass er sich in den Spuren von Strauß sieht und niemand anders als Markus Söder himself hat das genauso auf X deutlich gemacht. Dort hat er nämlich getwittert, der Empfang ist eine hohe Auszeichnung und bestätigt Bayerns lange Linie seit Franz Josef Strauß. Und du hast es auch gesagt, Strauß war tatsächlich bei Mao zu Besuch und er war der erste westliche Politiker 1975, der den Staatschef treffen und von dem auch empfangen wurde. Und auch damals hatte Strauß als CSU-Chef eine eigene Agenda mit seinem Peking-Ausflug. Magst du dazu was sagen? Soll ich was sagen? Der 1975er Ausflug, also Strauß zu Mao, glaube ich, ist noch etwas Besonderes, weil das fällt ja noch in die Phase, wo Strauß dachte, er wird Kanzler oder er kann Kanzler werden. Die ausformulierte bayerische Außenpolitik mit zahlreichen Besuchen bei lateinamerikanischen Diktatoren, mit dem Umarmen von Botha, dem Präsidenten von Südafrika, der damals schon sanktioniert wurde, und Verteilen von bayerischen Verdienstorden an irgendwelche schwarzafrikanischen Diktatoren. Das fällt ja alles in die späte Phase Strauß.
Und wenn man nachliest in der einschlägigen Biografie über Strauß, die ist von Peter Siebenmorgen, rezensiert übrigens interessanterweise von Wolfgang Schäuble, und Schäuble zitiert Siebenmorgen und sagt, eigentlich war Strauß nach 1980 gebrochen, nach dieser verlorenen Kanzlerkandidatur. Und er hat dann bayerischen Ministerpräsidenten noch weitergemacht und diese ganzen Auslandsreisen gemacht. Bayern war sozusagen für ihn auserzählt. Und das war dann, um sich nochmal in anderen Zusammenhängen zu spüren. Aber wenn wir jetzt auf den Punkt zurückgehen, die Reise von 1975, die eine besondere war, weil sich da Strauß ja noch als möglicher Kanzler wähnte und dort eine Außenpolitik vertrat in Peking, die konträr zu der Politik von Brandt stand. Weil Brandt hatte da gerade die Ostentspannungspolitik ins Leben gerufen und suchte die Annäherung an Moskau. Und deswegen wollte man möglichst nicht intensivere Kontakte nach Peking, weil das Verhältnis zwischen China und der Sowjetunion sehr, sehr angespannt war. Und da hat eine Reise, wie sie Strauß unternommen hat, nur gestört. Und jetzt hast du doch eine Parallele zu Söder, finde ich, weil seine Reise nach China ist schon ein Störfaktor für die Außenpolitik der Ampel. Alles, was er dort sagt, klingt so ganz, ganz anders als das, was die Außenministerin Annalena Baerbock zum Besten gibt. Ja, das ist interessant. Du willst mich dazu verleiten, dass ich hatte ja die These, die Außenpolitik von Söder, ich meine, der war neulich in Israel, dann war er in Schweden, dann war er in Serbien, der macht ja jetzt alle paar Wochen eine Reise, wäre ein Zeichen dafür, dass das mit der Kanzlerkandidatur aufgegeben hat und sozusagen sich als später Franz Josef Strauß inszeniert. Wenn du ihn siehst als jemand, der noch dran glaubt, dann wird das ja alles fast noch heikler. Aber du hast recht, die Außenpolitik von Franz Josef Strauß war immer gegen Bonn. Übrigens nicht nur gegen die sozialdemokratischen Kanzler. Also legendär ist zum Beispiel in den 80er Jahren Empfang die Bonner, also unter Helmut Kohl, Erich Honecker. Und sie hängen es alles extra niedrig, weil Honecker, das wird dann so als Arbeitsbesuch abgefeiert, um eben Honecker nicht hochleben zu lassen und ihm keine große Bühne zu geben. Und was macht Strauß? Lädt Honecker nach München 1987 als Staatsgast und großes Theater, ja? Und auch, wie gesagt, auch die Politik gegenüber der Südafrika, die Apartheid und so weiter hat Strauß unterlaufen und, ja? Und auch das noch letzte Strauß-Anekdote. Und dann gehen wir aber zu Markus Söder wieder zurück. Auch 1987, da ist er ja nach Moskau gereist und hat Gorbatschow getroffen. Den Gorbatschow, den Helmut Kohl ein Jahr zuvor noch als Goebbels bezeichnet hatte. Also auch das gegen den amtierenden Kanzler. Und es gibt diese Überlieferung, als Strauß dann in Moskau eintraf, wurde er offenbar von Gorbatschow gefragt, ob er denn das erste Mal in der Sowjetunion sei. Und Strauß hat geantwortet, das zweite Mal, aber das erste Mal kam ich nur bis Stalingrad. Also unvorstellbare Aussagen aus heutiger Sicht, dass das ein Politiker sagen kann und danach immer noch im Amt ist, damals offenbar möglich. Aber auch diese Reise zu Gorbatschow war eine Antikohlreise letztlich. Naja, also ich persönlich sehe das Bild von Franz Josef Strauß in der Geschichte gar nicht so negativ. Ich glaube, dass Strauß in sehr vielen Dingen recht gehabt hat und dass er auch kein schlechter Kanzler gewesen wäre. Nur die Nebenaußenpolitik seiner Spätphase, ja, mit der Apartheid, mit den ganzen Diktatoren und so weiter, da hat ihm die Geschichte natürlich nicht recht gegeben. Und das finde ich so interessant, weil das ist auch wirklich ein Problem. Söder moderiert diese Reise an als Anti-Baerbock-Veranstaltung. Ja? Ne? Du hast ja das Zitat schon gesagt, wir machen keine Moralpolitik, oder auch Dialog ist die bessere Form als Belehrung. Auch ein Zitat aus diesen Tagen. So, und jetzt kann man zur Baerbock'schen Außenpolitik ja stehen, wie man will. Aber die Außenpolitik von der Bundesrepublik Deutschland wird von der Außenministerin und dem Kanzler gemacht und nicht von 16 Ministerpräsidenten. Und die hat man da ehrlich gesagt auch nicht so unterlaufen. Und China ist auch nicht irgendein Land. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Markus Söder übersieht, was da gerade auf dem Spiel steht. Weil da hat die CSU in den letzten Jahren schon öfter Pech gehabt, um das nur mal anzudeuten. Ne? Also ich erinnere, 2016, ich glaube im Februar, auf dem Höhepunkt der deutschen Flüchtlingskrise, fährt Horst Seehofer nach Moskau. Während er in Moskau ist, lässt Putin Aleppo bombardieren. Ja? Und aus Moskau sagt Horst Seehofer, die Herrschaft des Unrechts an den deutschen Grenzen muss enden.
Ja, wo war denn die Herrschaft des Unrechts? War die nicht eher in Moskau zu suchen? Ja? Genauso bemerkenswert ist, dass Seehofer auf dieser Reise auch noch gesagt hat, es sei nobel von Putin, dass er sich nicht in Deutschlands Flüchtlingspolitik einmische. Auch das hat damals für ein Eklat in der deutschen Öffentlichkeit gesorgt, weil kurz vorher, du erinnerst dich an das russische Mädchen, das angeblich in Berlin vergewaltigt worden ist, das war ja eine Intervention russischer Propaganda sondergleichen. Und dann saß da dieser Seehofer und nannte Putin nobel. Ja, also diese Reise, sprechen wir Deutsch, war ein Griff ins Klo. Ja, also das ging so richtig mal daneben. Und auch hier, ich sage den gleichen Text, den ich gerade gesagt habe bei Strauß. Auch mein Seehofer-Bild ist ja gar kein so negatives. Nur außenpolitisch lag er halt echt falsch. Ja, da war er schlecht beraten und hat ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber auch Markus Söder. Also ich meine, Markus Söder sagt im September 2020, er warne vor moralischem Rigorismus gegenüber Russland und man müsse mal drüber nachdenken, die Sanktionen aufzuheben. Söder sagt im Januar 2022, während die Panzer schon an die ukrainische Grenze rollen, während die Truppen massiert werden, gibt Söder ein Interview, die grüne Drohung Nord Stream 2 nicht zu nutzen, schadet vor allem Deutschland. Ja? Also ich meine, wie oft soll das noch schief gehen? Ja? Und ich möchte jetzt gar nicht den Konnex China-Taiwan aufmachen. Ja? Aber als wäre es nicht ungeschickt genug, dass die Außenministerin und der Kanzler ja einen deutlich unterschiedlichen Ton anlegen. Ja? Kanzler fährt übrigens in 2 Wochen nach China. Als wäre das nicht unglücklich genug, jetzt als Provinzfürst auch noch da anzufangen. Ja? Und ich meine, das ist für die chinesische KP ein Geschenk. Deswegen wird Söder auch vom Premierminister empfangen. Natürlich, also die spielen die Deutschen gegeneinander aus. Ja? So, und nochmal mein Punkt, ich weiß nicht, ob ich den gerade klar gemacht habe. Man darf die grüne Außenpolitik selbstverständlich kritisch sehen. Aber die Verlängerung der anti-grünen Polemik oder des anti-grünen Argumentierens der Opposition in das Feld der Außenpolitik ist wirklich von übel. Und da, ich weiß nicht, ob es jemanden in der CSU gibt, der den Söder mal beiseite nehmen kann. Vielleicht die alten Ministerpräsidenten, die haben ja so ein Vertrauensverhältnis, glaube ich, dass die sich in harten Fragen nochmal beraten, dass sie dem einfach mal auch sagen, da kann eine ganze Menge schiefgehen. Zum Beispiel Edmund Stoiber hat es noch anders gemacht. Der ist auch gerne nach China gefahren mit einem ganzen Jumbo-Jet von Begleitung. Der war auch damals 2016 mit Seehofer, da war Stoiber dabei. Ja, aber Stoiber hat das immer sehr auf dieser Wirtschaftsschiene angetextet. Ne? Also immer so, wir machen Handelsreisen und nicht Geopolitik, ja. So, das könnte ja vielleicht eine Idee sein, dass man schöne Reisen machen darf, ohne Porzellan zu zerschlagen. Naja, obwohl Wandel durch Handel ist auch woanders schon mal ganz schön schief gegangen, ne? Ja klar, das ist kein exklusives CSU-Problem. Also ich meine, die Idee von Manuela Schwesig, eine mecklenburg-vorpommersche Spezial-Russland-Politik zu machen, die ja dazu führte, dass man eine Stiftung baute nach öffentlichem Recht, mit dem man dann versuchte, amerikanische Subventionen zu umgehen, das ist ja alles grauenhaft gescheitert. Und bis heute ist Frau Schwesig diese Stiftung nicht losgeworden und sie kann auch als Bundesratspräsidentin, die sie gerade ist, nicht nach Polen fahren, weil sie dort niemand trifft. Also Frau Schwesig ist in Ost- und Mitteleuropa persona non grata wegen ihrer Russlandpolitik. Also das ist völlig schiefgegangen. Oder denk mal, Michael Kretschmer aus Sachsen reist nach Moskau und sie setzen ihn auf dieses Sofa und reichen ihm diesen archaischen Telefonhörer. Damit er dann mit Putin telefonieren durfte. Ja, ja, das ist alles. Also Landespolitiker, die Außenpolitik versuchen. Grundregel geht fast immer schief. Und jetzt nochmal zum Anfang unseres Gesprächs, Robin. Du hast gesagt, dass er jetzt nach China gereist ist und sein Auftreten dort ist für dich ein Indiz, dass er das mit der Kanzlerschaft aufgegeben hat. Je länger ich jetzt aber mit dir geredet habe, desto mehr zweifle ich an dieser These. Ja, du, ich komme schon fast selbst ins Grübeln, aber es ist ja nicht nur China. Wie gesagt, Dezember Israel, Februar Schweden, März in Serbien. Übrigens auch interessant, Söder in Serbien in einem Moment, wo da gerade ein großer Wahlbetrug wahrscheinlich stattgefunden hat und wo Herr Vucic Schaukelpolitik macht zwischen dem Westen und Russland und China. Also das ist alles, ne? Aber ich stelle es mir auch schwierig vor, weil
Friedrich Merz ist nun wirklich ein geschworener Atlantiker. Ja? Und wenn es eine Brücke gibt zu den Grünen, dann ist es, dass man sich einig ist für eine wertebasierte, westorientierte Außenpolitik. Und dagegen eine CSU-Außenpolitik aufzusetzen, die so sagt, ja, alle Leute mit Geld in der Welt sind uns eigentlich ganz recht. Und das ist ein interessantes Experiment. Im Hinterzimmer. Was jetzt kommt, das weiß ich noch nicht. Aber eins weiß ich, dass ich bis zu meinem letzten Tag dieses wunderbaren Mandats meine Arbeit machen werde. Für euch, für eine freie Ukraine, für ein sicheres Israel, für eine bessere Welt, für die Menschen in meinem Wahlkreis. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ich auch weiterhin eure Unterstützung dabei hätte. So Michael Roth in einem Video, nachdem er via Stern-Interview seinen Rücktritt aus der Politik bekannt gegeben hat. Robin, im Gegensatz zu einem Ralf Stegner ist Michael Roth ein ausgewiesener Außenpolitik-Experte. Er war ja sogar Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Und im Gegensatz zu Genossen wie Stegner oder auch Mützenich ist er in der Ukraine-Frage von Anfang an für Waffenlieferung gewesen, auch für Panzer und jetzt für den Taurus. Dass Roth nun zum Ende der Legislatur aufhören wird, stärkt das schon jetzt den Kurs in der SPD? Derjenigen, die von Einfrieren des Krieges sprechen? Ja, das ist so. Zu Michael Roth muss man wissen, der war, wie du sagst, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Staatsminister sind die Staatssekretäre, die heißen da nur anders. Und interessant ist, dass er das bei drei verschiedenen Außenministern war, nämlich bei Frank-Walter Steinmeier, bei Sigmar Gabriel und bei Heiko Maas. Und in diese Zeit fällt ja der Versuch der SPD, zu einer realistischen Russlandpolitik zu kommen. Nämlich 2018 hat die neue Parteiführung, also damals Andrea Nahles und Olaf Scholz, die ja sozusagen durch die Eruption nach der Wahl in dieses Amt kamen als Parteiführung und die auch einen Außenminister hatten, der durch Eruption in dieses Amt kam, mit diesem Heiko Maas, versucht, dieses Momentum zu nutzen, um mit der alten Russlandpolitik der SPD zu brechen. Weil Scholz und Nahles schon damals gesehen haben, das ist alles zu nah, das ist alles zu kumpelig, das geht alles nicht mehr auf. Und die haben Heiko Maas ermuntert, dort etwas rationeller zu werden. Und Heiko Maas hat das auch getan und ist dann von den eigenen Leuten ja eigentlich zusammengefaltet worden. Also die haben in der Parteiführung extra so eine Sitzung einberufen, die eine Art Tribunal war, wo Heiko Maas abschwören musste. Und in dieser Zeit hat ihn Michael Roth wirklich verteidigt. Er hat damals, glaube ich, in der FAZ, wenn ich recht erinnere, fast ein programmatisches Interview gegeben und hat nochmal erzählt, was ist eigentlich in Russland passiert? Auch, was tut Russland in Syrien gerade? Ja, das war ja die Zeit, Putin steigt in den Bürgerkrieg ein, Aleppo, wir sprachen gerade schon im Rahmen dieser CSU darüber. Also Heiko Maas und verstärkt durch Michael Roth, der für Ost- und Mitteleuropa zuständig war, haben bei den Genossen dafür geworben, lass uns runterkommen von dieser Russland-Fixierung, von der Wirtschaftsfixierung, lass uns auch die anderen Erfahrungen in diesem Raum sehen und verstehen, was gerade da bei Putin passiert. Und 2018 konnte er sich nicht durchsetzen. Olaf Scholz war auch nicht stark genug oder wollte das nicht durchkämpfen. Und das Interessante ist, dass wir damals immer dachten, die jüngeren Leute in der SPD, die ticken so wie Michael Roth. Ja? Also die waren auch schon mal in Polen, die waren schon mal in der Ukraine und die haben den Menschenrechtsansatz so. Ne? So, und das sah auch noch 2019 so aus. Wenn du dich erinnerst, da hatten die ja diese Urwahl zum Parteivorsitzenden. Ja? Und da trat auch Michael Roth an mit Christina Kampmann. Das waren ja immer diese gemischt geschlechtlichen Couples. So, und der wurde Dritter, also der wäre fast in die Stichwahl gekommen. Er hatte 16%. Und ich meine, Scholz hatte nur 22. Ja? Und Michael Roth und seine Teampartnerin hatten mehr als die beiden Pärchen, die sich um Boris Pistorius oder einen gewissen Karl Lauterbach scherten. Also es war mitnichten so, dass es irgendwie völlig klar war, dass der marginalisiert ist. Aber jetzt scheint es so zu sein. Also denk an den Parteitag Ende vergangenen Jahres. Michael Roth bewirbt sich um den Wiedereinzug, wird nicht gewählt. Und der Parteitag lacht, also so ein krasses, hämisches Lachen. Ne?
Also da scheint sich wirklich was verschoben zu haben. Und dass er jetzt sagt, er will weiter für die freie Ukraine kämpfen, aber nicht mehr als Abgeordneter, zeigt, glaube ich, auch, wie er einschätzt, welches Standing er noch hat und bald hätte. Werbung. Wie wohnst du? Was für ein Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Und ich bin Immobilienjournalist. Zusammen schauen wir uns für euch jede Woche ein neues Thema an. Ich analysiere die Lage mit Blick auf Wirtschaft und Immobilienmarkt. Und ich ordne das Ganze dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive ein. Alles rund ums Eigenheim, zum Leben in der Stadt und auf dem Land erfahrt ihr bei uns im Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad. Kommt rein! Werbung Ende. Du hast es ja gerade angesprochen, dass man dachte, die jüngere Generation der SPD ist näher bei Rot. Und Lars Klingbeil, der SPD-Vorsitzende, den ich ja eindeutig noch zu den Jüngeren in dieser Partei zählen würde, hatte ja auch nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine eine Aufarbeitung der SPD-Russland-Politik angekündigt. Wenn du dir heute Lars Klingbeil anhörst, dann gibt es zumindest keine Distanzierung oder Kritik an Aussagen wie denen von Rolf Mützenich, dass man den Krieg einfrieren sollte. Und die Positionierung der SPD, wie sie jetzt wahrgenommen wird, die hat dazu geführt, dass nun eine Gruppe Wissenschaftler um den Historiker Heinrich August Winkler, der ja selbst auch ein SPD-Mitglied ist, einen Brandbrief an die SPD-Spitze verfasst hat. Und darin heißt es, man betrachte mit wachsender Sorge die Positionierung der SPD zum russischen Angriffskrieg. Und weiter ist dort zu lesen, die Aussagen des Kanzlers und der Parteiführung ließen eine unzweideutige Solidarität mit der Ukraine vermissen. Da es um eine für Deutschlands und Europas Zukunft zentrale sicherheitspolitische Frage gehe, nämlich um den Umgang mit einem neoimperialen Russland, appellieren die Verfasser an den SPD-Parteivorstand, endlich die notwendige Klärung vorzunehmen. Robin, dass jetzt ein so renommierter Historiker wie Winkler den Kanzler und seine Partei mahnt, so zu handeln, wie die Zeitenwende, die Scholz ja selbst konstatiert hat, es erfordert, hat das einen Einfluss auf den Kurs der SPD? Ja, darüber habe ich nachgedacht vor unserem Gespräch hier und ich bin mir nicht ganz sicher. Der Vorgang ist tatsächlich bemerkenswert. Es sind 5 Historiker mit SPD-Parteibuch und die Initiatorin heißt auch Winkler, Martina Winkler. Das ist eine Historikerin aus Kiel, ist aber nicht mit Heinrich August Winkler verwandt. Aber die hat das sozusagen angeleiert und dann den alten Winkler ins Boot geholt. Und der ist sozusagen der in der Reihe dieser 5, die man als Historiker kennt. Aber Winkler kennt halt eigentlich jeder. Ne? Der lange Weg nach Westen, das ist ja ein geprägter Begriff. Ja. Und dass die in dieser Härte einsteigen, also vor allen Dingen auch tatsächlich Winkler, ist schon bemerkenswert. Ja? Weil wie gesagt, das sind ja SPD-Historiker und der Partei auch wirklich verbunden. Und wenn man überlegt, dass die Leute, die in dem Geschichtsfeld überhaupt was zu sagen haben, also denk mal an Karl Schlögl, ja, unser großer Historiker, wie deutlich der schon wird, ja. So, und wenn man jetzt sogar die parteinahen Historiker explizit fordern, kommt in die Aufarbeitung eurer Russlandpolitik. Was ist da passiert und so weiter und so fort. Also, wenn das der SPD nicht zu denken gibt, dann weiß ich auch nicht. Ja? Und das ist ja ganz interessant. Die SPD war ja immer so stolz, die intellektuellen Partei zu sein und angeblich die Schriftsteller für Willy Brandt und so weiter. Und schon Rolf Mützenich hatte ja bei dieser fast schon jetzt notorischen Rede neulich im Bundestag diesen seltsamen Zwischenschleife Leute, die nur schnell ihre Bücher verkaufen wollen. Ja, also da wird ja so eine intellektuellen Kritik angetuscht, ja. Und bei Ralf Stegner hast du immer ja die weiblichen Expertinnen, die in Talkshows uns zum Krieg und so weiter. Also du hast einen ganz gefährlichen, aus meiner Perspektive gefährlichen
Unterton da mittlerweile drin in der SPD. Ja? Und diese Kombination von erfahrene Abgeordnete sagen, geht so nicht weiter und freundliche Intellektuelle sagen, geht so nicht weiter. Ja, wenn das nicht zu denken gibt, dann weiß ich auch nicht. Klar ist, jemand wie Michael Roth wird dieser Partei sehr fehlen. Ja, Michael Roth ist auch ein Freund unseres Podcasts, sollten wir vielleicht sagen, hört uns immer. Und ich habe ihm eine SMS geschrieben und er ist jetzt im Urlaub. Und wenn er aus dem Urlaub zurückkommt, dann kommt er nochmal bei uns im Podcast vorbei. Wir freuen uns drauf. Die Erkenntnis der Woche. Würde es nach Robin gehen, würden Sie jetzt Stadiongebrüll hören, weil die deutsche Nationalmannschaft endlich wieder Spiele gewinnen kann. Es geht aber nicht nach Robin, weil das hier ist mein Part und ich werde die Erkenntnis der Woche folgendermaßen einführen. 2010 hat Robert Habeck ein Buch verfasst mit dem Titel Patriotismus, ein linkes Plädoyer. Nach seinen jüngsten Aussagen zum DFB-Deal mit Nike wäre Patriotismus, ein antikapitalistisches Plädoyer, auch ein ganz guter Titel, finde ich, für ein Buch von Habeck. Hier mal das Zitat von Robert Habeck, auf das ich mich beziehe. Ich kann mir das deutsche Trikot ohne die drei Streifen kaum vorstellen. Adidas und Schwarz-Rot-Gold gehörten für mich immer zusammen. Da hätte ich mir ein Stück mehr Standortpatriotismus gewünscht. So Robert Habeck. Robin, dass ein Bundeswirtschaftsminister Befindlichkeit über marktwirtschaftliche Zusammenhänge stellt, das nenne ich nicht Patriotismus, sondern Populismus. Du als Fußballfan, verstehst du Robert Habeck? Ja, mein Kopf weiß natürlich, dass das alles Quatsch ist. Aber also auf den ersten Reflex, wobei, das ist ja schon irre. Ich meine, heutzutage Politiker der Mitte sagen immer, oh, ganz schlimm Populismus. Ne? Und was die jetzt nach diesem Nike-Deal zusammen erzählt haben, ist ja wahnsinnig lustig. Ich meine, hast du gesehen, Karl Lauterbach hat ein Foto von sich in einer Adidas-Trainingsjacke veröffentlicht und schreibt dazu, ich zitiere, wo Kommerz eine Tradition und ein Stück Heimat vernichtet. Das ist doch wirklich lustig, oder? Und was habe ich noch? Friedrich Merz hat gesagt, das wäre unpatriotisch. Und guck mal, grün-schwarz, da wird noch was drauf. Beim Standortpatriotismus kommen sie zusammen. Aber den allerbesten hat Boris Rhein gebracht, ich zitiere, der Weltmeister trägt Adidas und nicht irgendeine amerikanische Fantasiemarke. Wobei ich glaube, der hat das kurz darauf gelöscht, als ihm jemand gesagt hat, dass Deutschland gar nicht Weltmeister ist, sondern Argentinien. Im Herzen sind wir immer Weltmeister, komm. Aber ich meine, das ist doch von Habeck schon der Hammer. Ich meine, wir haben ja schon öfter gesagt, das Projekt Habeck ist, die Grünen, die ja echt eine sehr linke Kiste mal waren, in die Mitte sozusagen zu rücken. Und jetzt mit der Vokabel Standortpatriotismus, das ist wirklich ein Einbruch in Unionswähler-Gefühlshaushalt. Ja. Aber lustig ist ja, diese ganze Adidas-Trikot-Debatte ist ja so witzig, weil das, was wirklich wichtig war bei Adidas historisch, war doch nicht das Trikot, sondern die Schuhe. Das Trikot ist doch völlig egal. 1954 hieß der Zeugwart der deutschen Nationalmannschaft Adidasler. Und seine Innovation war nicht ein Trikot, sondern die Schraubstollen. Das heißt, wenn es geregnet hat, konntest du andere Stollen reindrehen und dann bist du weniger gerutscht als der Gegner. Anders als beim Spiel gegen Holland. Genau. Da sind die ja auf dem Rasen rumgerutscht. Holla die Waldfee. Ja, Musiala mehrmals. Ne? Ja, wobei noch haben sie ja Adidas-Zoll. Ja. Ja. Aber daher kommt ja der Spruch, wir können nur bei Regen gegen Ungarn gewinnen. Das ist Fritz Walter sein Wetter. Ja. Also, und da gibt es natürlich ein Konnex in der deutschen Nachkriegsidentität, die in uns allen ja nachhängt, zwischen Fußball und technischem Fortschritt und Innovation und so weiter. Also da ist schon was dran. Trotzdem muss ich sagen, die 100 Millionen, die Nike da zahlt, ja, die hätte man doch wahrscheinlich auch genommen, oder?
Sicher, zumal Robin, Robert Habeck hat ja auch was von den 100 Mille. Ja, genau, weil wenn jetzt ein amerikanischer Fantasiekonzern, um in den Worten von Boris Rhein zu sprechen. Da ist der Konservative in dir wieder durchgekommen, Robin. 100 Millionen in den Deutschen Fußballbund steckt, muss der Deutsche Fußballbund die ja versteuern, weil der ist zwar prinzipiell ein gemeinnütziger Verein, aber nicht immer. Und zum Beispiel letztes Jahr hat er ein Urteil verloren, dass er für 2014, 2015 die Gemeinnützigkeit verloren hat und dick nachzahlen muss. Also von den amerikanischen Fantasiemillionen bleiben ein paar auch beim deutschen Steuerzahler hängen und damit kann Robert Habeck dann wieder Förderbescheine ausstellen. So schließt sich ein schöner Kreis. Genau, und irgendwie ist Steuern zahlen ja auch Standortpatriotismus, um in den Worten von Robert Habeck zu bleiben. Lieber Robin, ich habe keine 100 Millionen für dich, aber was ich für dich habe, wie immer am Ende dieses Podcasts, ist das letzte Wort. Auf Wiederhören und leider erst nächste Woche, weil an Ostern nehmen wir kein Nachgefragt auf, sondern gedenken der Auferstehung des Herrn. Ob Sie das auch tun müssen, liegt bei Ihnen. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall schöne Feiertage und bis nächste Woche.